Jo Leute, Peace, was geht ab? Ja Leute, ich mache heute einfach mal ein Unboxing oder ein Review, kann man auch sagen, Leute. Und zwar habe ich mir eine neue Logitech-Kamera bestellt. Ich habe ja hier eine Webcam von Ausdom. Die Qualität davon ist, naja, nicht so gut, wie man ja auch zum Beispiel in meinen Streams gesehen hat, Leute. Ja, deswegen dachte ich mir, hole ich mir einfach mal für 90 € eine Logitech Webcam. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass das Ganze sich gelohnt hat. Ich müsste jetzt erstmal auf jeden Fall hier. Na scheiße, jetzt sieht man hier die ganzen Daten, Digga. So. Gut, wie ist das Ganze hier verpackt? Also die Verpackung, die ist einzigartig. Warte mal, wir schneiden das hier mal. Ach, kann man natürlich. So gut, dann habe ich das gutes Stück jetzt hier auch mal aufgemacht. Ich hole das Ding hier einfach mal aus der Verpackung, wenn es mal rauskommen wollen würde. So, gut. Das ist die Kamera. Ja, die Logitech. Steht hier das Modell? Ach ja, genau hier. 10922 Pro HD Stream Webcam. Warum steht das hier auf Japanisch? Also ich habe mir die bei Kaufland bestellt. Und Japanisch. Chinesisch meine ich. Kaufland, Digga. Denke ich auch nur so. Digga, man sieht's nicht. Kaufland? Euer Ernst? Also. Aha, Digga. Mann, werd doch mal scharf, Digga. Kamera, fokussier doch, Alter, fokussier. Autofokus. Aha. So. Hier ist das gute Stück. Ein wunderbares. Eine wunderbare Schnur. Das Tischstativ, was hier sogar mitgeliefert ist, ja, ist tatsächlich auch mitgeliefert. Das war auch einfach ein Zitat. Profis. Ach, Digga, wunderbares Tischstativ. Also, so sieht tatsächlich das gute Stück aus. Ja, das Kabel hier. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Leute, und dann werde ich das Ganze mal kurz an meinem rechten Monitor befestigen. Die Kamera, die mache ich einfach mal auf meinen linken Monitor, Leute. So wurde die Kamera jetzt tatsächlich befestigt. Ich finde es auch einfach wieder wunderbar. Warte, ich mache mal kurz den Monitor aus. Vielleicht fokussiert er dann. Und fokussiert er jetzt. Autofokus, komm. Dieser Fokus ist einfach wirklich der größte Müll. Aber auf jeden Fall ist es, wie gesagt, die Logitech C122. Leute, ich werde ganz einfach in OBS jetzt hinzufügen, Leute. Dann werde ich die Qualität testen. Aber auf jeden Fall würde ich sagen. So, Leute, jetzt könnt ihr hier auch nochmal die Webcam sehen, wenn sie an ist, Leute. Die Qualität ist auf jeden Fall deutlich besser, muss ich einfach mal dazu sagen. Man sieht den Unterschied, denke ich mal, deutlich. Ich kann jetzt hier vielleicht auch meine andere Webcam aktivieren. So Leute, jetzt mal hier zum Vergleich. Ihr seht hier, so würde die Webcam von Ausdom aussehen jetzt. Also die ist, das ist eine HD-Webcam mit, ich glaube, 30 FPS, ich weiß es gerade nicht. Falls euch wundert, warum meine Haare absolut wack aussehen. Ich war eben duschen, deswegen. Und ja, nachher fahr ich noch zum Friseur, Digga. Da wird die neue Frisur on fleek sein, Leute. Ich werde jetzt kurz hier wieder die Kamera switchen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall die Kamera am Start, Leute. Ich kann euch auch noch mal kurz was zeigen. Und zwar muss ich hier mal meine Fensteraufnahme anmachen. Meine Bildschirmaufnahme. So, Leute. Und zwar öffne ich einfach mal die Logitech Kameraeinstellungen. Ich werde euch mal verlinken. Da könnt ihr euch das runterladen. Falls ihr das möchtet, Leute. Gut, meine Kamera wird jetzt nicht angezeigt, weil ich hier noch in OBS anhabe. Ich kann ja hier mal die Bildschirmaufnahme gucken.
So Leute, ihr seht jetzt hier, dass die Logitech-Kameraeinstellung, Leute. Gut, das leckt jetzt hier. Das leckt irgendwie in diesem Programm bei mir, keine Ahnung. Ja, hier kann ich zum Beispiel einfach reinzoomen, die Kamera. Keine Ahnung, wann mal, wenn ich Standard mache. Ich habe, by the way, Breitbild ausgewählt. Okay, Digga. Dann sieht das Ganze hier so aus. Also man kann hier wirklich reinzoomen. Dann kann man hier die Richtung schwenken. Hier Höhe. Also jetzt, das wäre so Meme-like. Was labe ich eigentlich? Und ja, ich mache einfach mal hier wieder Breitbild. Dann sieht das, könnte man sagen, ist es Weitwinkel schon? Ich weiß es nicht, Leute. Ich will jetzt hier auch keine Scheiße labern. Auf jeden Fall kann man hier noch zum Beispiel auf erweitert, kann man hier die Helligkeit einstellen. Die habe ich auf 70%. Ich habe jetzt hier leider schlechte Lichtverhältnisse. Ich werde auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Kamera bei, wenn zum Beispiel, wenn es nachts ist, also bei dunklen Lichtverhältnissen, sage ich mal, ist. Hier Kontrast können wir auch hier hochstellen. habe ich auf 40% einfach. Autofokus, der ist, warum ist denn der deaktiviert, Leute? Ja, der Autofokus, habt ihr gerade gesehen, hat gerade ein bisschen fokussiert. Hier kann man manuell noch Fokus einstellen. Ich kann auch so die Aufnahmen machen oder halt so. Also ist auf jeden Fall ganz nice. Dann Farbintensität, also das ist dann einfach die Sättigung. Ja, Kern. Habe ich, glaube ich, auch auf. Nee, auf 60 hatte ich die, glaube ich, sogar. Hier automatischer Weißabgleich. Also, wenn man das hier nach rüber macht, den Regler, dann sieht das so aus. Deswegen, ja, und automatisch ist es auch auf hier 6.500. Ja, das ist, wie gesagt, diese Logitech-Kamera-Einstellungen. Verlinke ich euch mal, Leute. Dann werde ich hier kurz. So, dann habe ich jetzt hier meine Webcam wieder aktiviert, Leute. Ja. Ich kann auch noch mal kurz was zeigen. Und zwar, Leute, kann ich euch zum Beispiel zeigen, wenn ich ein Handy hinhalte. Hier zum Beispiel kann das richtig drauf fokussieren. Konnte meine alte Webcam nicht. Und ja, ich habe ein Netto-Marken-Discount-Background. Ja, der Fokus von der Kamera ist gut, die Qualität, ja, wunderbar, Framerate 1A ist die Logitech, steht das da dran? Ne, steht's nicht. Leute, warte, ich gucke hier in OBS, ich sage jetzt nochmal den Namen, und zwar ist es die Logitech 10922 Pro Stream Webcam, so nennt die sich. Ja, ich weiß, das Video ist jetzt ein bisschen lang noch geworden. Aber ja, ich würde euch jetzt einfach nur mal das alles noch sagen, Leute, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.